Nach 5 Jahren Abstinenz auf internationalem Parkett jubelten die Frauen vom VfL Oldenburg zu Recht über ihren Sieg in der European League gegen die Rekord-Champions-League-Siegerin von Hypo Niederösterreich. Diese starteten gut in die Partie mit einem 2:0 auf ihr Marlous Heutzing in der 5. Minute zum 3:3 ausglich. In der Folge agierte der VfL wacher und ging nach einem erneuten Treffer der Nummer 9 Marlous Heutzing mit 6:3 in Führung. Hier sehen wir noch einmal Paulina Goller erst mit dem Stil und dann mit der Übersicht und Marlous mit dem Treffer. Doch Hypo steckte nicht auf und blieb dran. Erzielte in der 13. Minute das 7:9 durch Johanna Feilmeier. Es war eine umkämpfte erste Hälfte, in der sich beide Mannschaften nichts schenken und um jeden Ball kämpften. Wie auch hier in dieser Situation Lena Feiniler mit dem feinen Alley-oop-Heber zum 14:11 für den VfL. Ein schnelles und intensives Spiel, das bis zum Ende der ersten Hälfte ereignisreich blieb. So war es 20 Sekunden vor Schluss Noah Leitner mit dem 14:17 Anschluss für Hypo. Doch wenn sie glaubten, dass die erste Hälfte damit beendet sei, dann belehrt sie Toni Reinemann eines Besseren. Mit Aufheulen der Schlusssirene stellte sie den Abstand von 4 Treffern wieder her und erzielte das 14:18 für den VfL. Mit diesem Spielstand ging es dann auch in die wohlverdiente Pause und beide Mannschaften konnten sich die nötige Pause holen. Die zweite Hälfte sollte halten, was die erste versprach. Nele Riese ist direkt da mit einer Parade gegen Johanna Bauer. Stark gehalten. Beim VfL Oldenburg ging es weiter munter nach vorne. Wieder ist es Toni Reinemann, die mit dieser Aktion einen 7 Meter für ihr Team rausholte. Hier sehen wir es noch einmal. Schöne Aktion, schön reingegangen. 7 Meter. Die mit insgesamt 10 Treffern beste Torschützin Paulina Goller tritt zum 7 Meter an und bleibt eiskalt. 20:15 für den VfL. Der Abstand von 5 Treffern blieb bestehen. Bis Lena Feiniler kurz einmal die Sportart wechselte und in Volleyballmanier mit diesem Kunststück zum 24:18 trifft. Ein Treffer, der für dieses Spiel strich wacher, hellwach und zack, über die Torhüterin rüber. Klasse Treffer. Hypo gab in dieser Spielzeit alles, um den Abstand nicht größer werden zu lassen. So ist es in diesem Fall. Claudia Weiß zum 21:27, die mit 9 Treffern beste Torschützin ihres Teams. Der VfL zeigte 60 Minuten einen super Handball und geht hier erneut durch Toni Reinemann in der 58. Minute mit 31:24 in Führung. Doch die letzte Szene des Spiels blieb den Österreicherinnen bestimmt, die mit diesem wunderschönen Camper-Trick, vollendet durch Nina Neidhardt, den schönen Schlusspunkt an dieses Spiel setzten. Wunderschöner Treffer, wunderschöner Spielzug, zack, hoch geht der Ball und rein damit ins Gehäuse. Und am Ende jubeln die Spielerinnen vom VfL Oldenburg mit den knapp 25 mitgereisten Fans aus Oldenburg den verdienten Sieg. Kommenden Sonntag treffen die beiden Teams wieder aufeinander. Das Rückspiel bestreiten die beiden dann um 16.30 Uhr am Sonntag in der EWE Arena in Oldenburg. Karten gibt es nach wie vor auf der Homepage des VfL Oldenburg zu kaufen. Ein Spiel, das sich kein Handballfan entgehen lassen sollte.